Weltcup hat sie sich über ihre Leistungen hier an den Tagen zuvor qualifiziert für diesen Massenstart. Und los geht's. Mittendrin, da haben Sie es gesehen, Franziska Hildebrand und auch Tina Bachmann. Und so sind wir gespannt, mit welchen Chancen die deutschen Athletinnen hier aus dem Rennen rauskommen, wie die Platzierungen nachher sein werden in diesem sonst doch so starken Feld. Denn ansonsten sind wirklich alle Namhaften dabei. Domracheva haben wir gesehen, auch Tora Berger, Olga Saitseva, die Russin, Kaisa Mäkäräinen, die schnellste in der Verfolgung war gestern, Helen. Man muss achtsam sein hier. Die Windfahnen, wenn nur sich nur ganz leicht bewegen, dann muss man eventuell schon reagieren. Wir sehen, die Bahn 1 bleibt frei. Jede Athletin nimmt die Bahn ein, deren Startnummer sie trägt. Folglich schießt Tora Berger auf Bahn 3. Auf der Bahn also, auf der die Athletinnen auch angeschossen haben. Domracheva mit Fehler. Henkel schießt schnell, schießt gut. Drei Treffer, sehr schnell gesetzt. Jetzt der Fehler. Kuzmina, Strafrunde, Henkel eine, Brunet ist durch, die Französin. Mäkäräinen zwei Fehler, Saitseva ohne Fehler. Auch Doran Aubert, fünf Treffer, Bachmann fünf, Hildebrand fünf. Michela Ponza, die Italienerin, fünf Treffer. Viele gute Schießergebnisse, ein paar müssen abbiegen. Und es führt die Französin Marie-Laure Brunet. Vor Olga Saitseva, dann Marie-Dore Aubert und Tina Bachmann auf dem fünften Platz. Miriam Gössner fehlerfrei. Hildebrand achte, Gössner zehnte. Also drei Deutsche bleiben unter den ersten. Domracheva auf Bahn 1, sie hat sich vorgearbeitet, trotz des Fehlers, den sie geschossen hat. Fehler Kuzmina. Bachmann trifft. Vierter Treffer schon für Tina Bachmann. Und auch die fünfte Scheibe fällt. Klasse. Miriam Gössner mit Fehler. Franziska Hildebrand vier Treffer. Und jetzt auch die fünfte Scheibe gefallen. Zwei Strafrunden für Miriam Gössner. Andrea Henkel kann die Strafrunde meiden, geht gleich zurück auf die Runde, schiebt sich also wieder weiter nach vorne. Aber ganz dick mit im Geschäft Tina Bachmann. Vorneweg die Tschechin Witkova, dann Marie-Dore Aubert, Tina Bachmann, Marie-Laure Brunet. Und Andrea Henkel ist zurück unter den Top Ten, siebter Platz. Franziska Hildebrand auch nach wie vor gut im Geschäft als achte. 11,5 Sekunden nur ihr Rückstand nach dem zweiten Schießen. Über den ganzen Tag sich hier aufgehalten. So, jetzt also, drittes Schießen, Tora Berger steht ganz vorne, dann schon Tina Bachmann, Andrea Henkel. Ja, Berger hat viel riskiert, schnell geschossen. Jetzt verheddert sie sich auch noch mit dem Gewehr. Zwei Strafrunden für Berger. Die Chance für Andrea Henkel. Auch Bachmann zwei Fehler. Andrea Henkel ist durch. Super. Geht in Führung. Auch die nächsten Verfolgerinnen lassen hier Federn bzw. Scheiben stehen. Schauen Sie, Saitseva, die sonst so starke Schützin. Drei Fehler. Franziska Hildebrand jetzt auch mit dem zweiten Fehler. Schade für sie. Bislang sehr gut im Rennen gewesen. Es führt Andrea Henkel. Ganz starke Leistung. Vergangenen Jahr war sie hier Vierte in dieser Disziplin, dem Massenstart. Und noch läuft die Uhr zu ihren Gunsten. Die erste Verfolgerin ist noch nicht ausgemacht. Jetzt ist es Brunet. 15,6 Sekunden der Rückstand der Franzosin. Andrea Gregorin. Und wir schauen hier, wie es Miriam Gössner ergeht. Fehler. Zwei Fehler auch für Miriam Gössner. Also insgesamt haben wir hier sehr, sehr viele Fehler gesehen. Strafrunde ist richtig voll. Gönnen.
In Oberhof war sie Dritte in dieser Disziplin im Massenstart. Endlich auf dem Podest gewesen. Heute hat sie noch Größeres. Oh. Ach, verliert sie das Magazin. Nicht nervös werden. Heute kann sie noch Größeres schaffen, das wollte ich sagen. Daumen drücken jetzt. Eine noch, komm. Ja! Ja, super. Es ist die Woche der deutschen Damen hier am Holmenkollen. Unglaublicher Jubel, wie sich das hier alles entspannt. Bei Gerald Hönig, klasse, Andrea Henkel. Und das haben sie natürlich alle registriert jetzt, dass die Deutsche da ohne Fehler weggegangen ist. Darja Domracheva. Müssen sie auch riskieren, müssen eigentlich schnell schießen. Fehler Domracheva. Marie-Laure Brunet ist die erste Verfolgerin. Die schafft hier alle fünf Scheiben. Auch Thea Gregorin, ganz stark, die Slowenin. Helena Ekholm mischt sich noch mal ein. Das sind die, die jetzt ums Podest kämpfen. Marie-Dorin Aber ebenso. Also die starken Schützinnen setzen sich hier durch. Tina Bachmann, Fehler. Ein Fehler. Bei einem Fehler bleibt's für Tina Bachmann. Und somit also einer Strafrunde. Andrea Henkel ist weg. Knappe halbe Minute dahinter. Marie-Laure Brunet. Weitere vier Sekunden. Thea Gregorin. Dann Helena Ekholm. Und sieben Sekunden hinter der Schwedin Marie-Dorin. Aber Darja Domracheva mit einem Rückstand von mehr als 50 Sekunden auf die führende Andrea Henkel. Franziska Hildebrand haben wir hier. Ja, kämpft um einen guten Abschluss. Ja, sehr gut. Auch wieder mit fünf Treffern rausgegangen. Olga Zaitseva haben sie registriert, muss wieder in die Strafrunde. Tina Bachmann, 11. Platz. Und Franziska Hildebrand, wieder eine Top-15-Platzierung. Richtig stabil geworden jetzt. 14. Platz. Kurz hinter Tora Berger unterwegs. Miriam Gössner. Ah, schade, der letzte. Die ersten vier sehr gut. Noch eine Strafrunde hinzu. 150 Meter. Hier sehen wir nochmal das Missgeschick von Andrea Henkel. Die lässt das Magazin nicht liegen. Sie muss es entfernen vom Schießstand. Man darf nichts zurücklassen. Das leere Magazin hat sie da fallen lassen und das volle jetzt eingeführt. Und super hat sie geschossen, sehr gut. Der Schuss hier, der war leicht hoch, wunderbar. Und er freut sich hier zurecht. Sie ist toll in die Bresche gesprungen für Magdalena Neuner, beziehungsweise hat da eben eigentlich eine super Leistung gebracht. Absolut. 21. Weltcupsieg, Fritz Fischer hier. Alle mit draußen. Und da ist hier die Gratulationskur schon unterwegs, gewiss, der Andrea Henkel, die wir jetzt hier den Berg hinaufkommen sehen. Im 14. Weltcup-Jahr, lange, lange Karriere, der erste Sieg in dieser Saison. Thea Gregorin, absolute Bestleistung in diesem Jahr, ein 6. Platz steht da im Sprint von Oberhof. Und da kommt schon wieder Domracheva von 6. Ja. Die wird sich die 2 zumindest noch holen, wahrscheinlich 3. Und Helena Ekholm, die Schwedin, hat da schon über die Schulter geschaut. Die weiß schon genau, was ihr da blüht. Oh ja, die kann noch auf Rang 2 vorlaufen. Ja. Also Marie-Laure Brunet und Helena Ekholm, die werden sich jetzt gleich erwehren müssen, wenn sie sie überhaupt halten können. Nee, und da geht sie schon raus. Schauen Sie, wie sie hier rankleitet und vorbeiläuft. Spielerisch Darja Domracheva. Richtig klasse. Also hat sich dieses Tableau da unten schon wieder überholt. Milukina haben wir gesehen. Das ist Solemdahl, die Norwegerin.
Ja, und jetzt darf man gespannt sein, ob Daria Domracheva sich auch Thea Grigorin noch schnappt und wirklich noch auf den zweiten Rang kommt. Und Andrea Henkel, die kann es genießen, die 34-Jährige. Nach dieser schwierigen Woche. Solch einen Abschluss hier am Holmenkollen. Wirklich klasse. Wird der fünfte Sieg für sie in einem Massenstartrennen. In allen Disziplinen schon siegreich gewesen, Andrea Henkel. Da unten haben sie jetzt Thea Grigorin gesehen. Ja. Und schauen Sie, die Helena Ekholm, die wehrt sich da ganz ordentlich noch gegen Daria Domracheva. Französin ist hinten dran. Die hat hier nochmal Gas und Tempo aufgenommen. Die Schwedin, das will sie doch nicht kampflos hergeben, diesen Podestplatz, ganz klar. Naja, sicher, aber sie wird keine Chance haben. Spätestens hier am Gratisaugen wird Domracheva wieder ansetzen. Es ist ja jetzt nur bergab gegangen von der letzten Zwischenzeit bis hierhin zum tiefsten Punkt der Strecke. Und Grigorin muss jetzt noch schauen, dass sie da wirklich vorne wegkommt. Die rennt jetzt, was sie kann. Domracheva hier links, ganz links zu sehen. Na, von hier aus sind es noch etwa 700 Meter bis zum Ziel. Also noch ein gutes Stück des Weges. Da ist noch alles drin. Wieder geht sie raus. Da Daria Domracheva sucht ihren eigenen Weg. Ja, ja, jetzt noch einmal aggressiver. Aber schauen Sie, die Schwedin, die kämpft, die hält dagegen. Auch die Französin hat sich wieder rangesaugt. Marie-Laure Brunet, auch die will nicht abreißen lassen. Hat den weiteren Weg, Domracheva. Ja. Tolles Duell. Toller Dreikampf, muss man besser sagen, an dieser Stelle. Eine der Schlüsselstellen überhaupt auf der Strecke. Damit hat sie alles nichts zu tun, hat sich die Voraussetzungen geschaffen am Schießstand. Nach dem Fehler im ersten Liegenschießen 3x0 geblieben, Andrea Henkel. Also insgesamt in diesen Tagen bei 50 Schuss nur 3 Fehler sich geleistet. Und heute holt sie sich hier den Lohn ab, Andrea Henkel. Wird hier gewinnen. So, und jetzt ist Daria Domracheva deutlich vorbei und hat die nächste vor den Augen. Thea Grigorin, die weiß, was die Stunde schlägt hier. Die Französin ist weg, ist abgeschlagen. Helena Ekholm versucht mitzugehen. Hat etwas schnellere Ski heute als Domracheva, glaube ich. Die wird jetzt, ja, jetzt ist sie etwas abgerissen. Hier wird schon mal angerichtet für die Siegerehrung. Und sie darf da gleich ganz hochklettern, Andrea Henkel. Aufs oberste Podest zum ersten Mal in diesem Jahr. Zum 21. Mal insgesamt in ihrer so langen Karriere. Und jetzt ist sie dran, Daria Domracheva. Auch Helena Ekholm hat ein paar Meter abreißen lassen müssen. Aber die kämpft natürlich auch noch um den Podestplatz. Wenn sie an Grigorin noch vorbeikommt, dann ist sie auch mit dabei bei der ersten Siegerehrung. Daria Domracheva wieder den weiteren Weg, wieder außenrum. Und jetzt ist sie vorbei. Zweiter Platz für Daria Domracheva. Aber hier kommt die Siegerin, gefeiert am Holmenkollen, Andrea Henkel. Das wird ihr eine Genugtuung sein. Wo sie sich selbst doch immer die größte Kritikerin ist, nicht immer zufrieden oder selten nur zufrieden ist. Heute gibt es nichts zu meckern, auch nicht über diesen einen kleinen Fehler. Den hat sie locker weggesteckt. Und hier kommt die zweite nach tollem Kampf auf der letzten Laufrunde. Daria Domracheva hat alles aus sich rausgeholt, was drin steckt. Toll gemacht, tolles Rennen der Weißrussin. Zum dritten Mal in dieser Woche auf dem Podest. Zweite im Sprint, dritte in der Verfolgung. Zweite jetzt auch im Massenstart. Und Thea Grigorin schafft ihr bestes Saisonresultat. Hält die Schwedin auf Distanz, wird Dritte. Helena Ekholm also auf Rang 4. Dann Marie-Laure Brunet als Fünfte im Ziel. Und Synnøve Solemdal, heute die schnellste Norwegerin mit dem 7. Platz. Marie-Dorin Aberg kommt ein und Andrea Henkel, jawohl, die holt sich hier genau das ab, was sie heute verdient hat. Ein Sonderlob von Gerald Hönig, der sie ja seit vielen, vielen Jahren betreut. Christina Palka, kurz vor ihr Kaiser Meckereinen ins Ziel gekommen und eine geschlagene Thora Berger, die lange